Willkommen zurück zu Harry Potter Jahre 5 bis 7. Wir sind anscheinend jetzt in der Winkelgasse. Okay. Könnten auch hier in die Nocturngasse gehen. Beziehungsweise nicht, es ist abgeschlossen. Und so wie das aussieht, werden wir auch hier niemals reinkommen in dem Spiel. Nee, das ist. Das ist nicht wirklich beeinflussbar, denke ich. Wir können wechseln. So, Ron und Hermine. Ja, ich würde sagen, wir folgen einfach mal den Geisterstats. Es sei denn, es passiert irgendwas Spannendes. Und mir ist im letzten... Mir ist mir letztens gerade aufgefallen, dass ich die Sprachausgabe am Controller anhabe. Und das würde ich vielleicht ganz gerne ausmachen. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier tun kann. Controller-Lautsprecher aus. Ja, das ist... Ich muss es dann natürlich auch, ist ja klar, bestätigen. So. Okay. Dann haben wir hier eine Charaktermünze. Oh, mein Dank ist Fletcher. Ja, super. Hier rein. Oh, was haben wir denn hier? Ah, okay. Madame Mawkins. Malt das Eis hier? Na, das ist ein Pinsel. Ich dachte, das wäre ein Eis. Na gut, dann ist alles wieder in Ordnung. Hier ist doch sicherlich auch noch was. Gut, wie werden wir Charaktere und so freischalten oder kaufen können? Aber hier hoch geht's nicht. Interessant. Das sind ja alles Orte, die wir auch schon aus den Jahren 1 bis 4 kennen. Okay, hier können wir Passwörter eingeben. Vielleicht da oben den... Ja, Schüler in Gefahr gerettet. Perfekt. Binne erledigt. Kann ich jetzt da hoch? Nee, ne? Na gut, dann gehen wir halt nicht da hoch. Verlassen wir diesen Ort. Und hier gibt es auch noch Quidditch Supplies. Wir können auch erstmal Malfoy verprügeln, wenn er schon hier rumläuft. In den Quidditch-Laden kann ich leider nicht, oder? Hm. Sehr, sehr schade. Okay, da geht's raus aus der Winkelgasse. In den tropfenden Kessel. Oder vielleicht überspringen wir den auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, der tropfende Kessel. Okay, man kann jetzt mit den Sachen, hier, die hier sind, andere Sachen machen. Das war ja im ersten Teil alles noch ein bisschen anders. Fällt mir aber eigentlich ganz gut, dass wir hier ja nicht immer nur dasselbe machen müssen. Ja, und hier können wir ein paar Gläser abstellen. Dafür sollte es auch was geben, was sich sicherlich lohnt. Hoffe ich zumindest. Na komm. Na gut, ein goldener Stein. Auch die brauchen wir, ist klar. Trotzdem. Das wird eine Charaktermünze. Naja. Jetzt mal den Tisch decken, oder wie? Ich kann es gar nicht umlaufen. Aber ich kann einmal hier kegeln. Bringt jetzt auch nicht so viel.
eigentlich ganz gerne hier mal. Zu blöd dafür. Wo ist der letzte Dartpfeil? Habe ich den nicht irgendwo hinten hingeschossen oder habe ich den zerstört? Ach, der liegt hier. Ah, dafür gibt es aber auch nichts. Ich meine, ich habe das auch gerade erst davon runtergenommen. Also, wundert mich jetzt auch nicht so sehr. So, noch ein Schüler gerettet. Das gleiche Spiel wie gerade schon mit dem Spinnennetz. Ein bisschen mehr Abwechslung wünsche ich mir dann doch. Zumindest wenn es direkt hintereinander passiert. Da wäre ein blauer Stud, aber wir haben ja hier eh nichts zu sammeln. Gut, hier werden die roten Steine gesammelt. Und hier ist wahrscheinlich wieder dieses Filmzimmer. Ja, und hier sind auch goldenen Steine. Na gut. Oh, hier ist aber eine Charaktermünze. Nämlich Mrs. Fick. Okay. Ah, stimmt, die kam gar nicht vor im ersten Kapitel, obwohl sie da eigentlich ihren Auftritt hätte haben sollen. Sehr, sehr schade. Sie ist nämlich eigentlich ziemlich lustig. Aber, na gut, wenn es für sie hier keinen Platz im Spiel gibt, dann ist das so. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Oh, London. Ist London hier unser Hub? Weil Hogwarts wird unser Hub wahrscheinlich nicht sein, denn wir werden ja auch teilweise gar nicht in Hogwarts sein. Oh mein Gott, wir können einfach durch London laufen. Wie cool ist das denn? Richtig, richtig cool. Ah, und es muss hier irgendwo einen roten Stein geben. Wir sollen sogar in die Metro. Okay. Oh mein Gott, es gibt hier so viel zu tun. Ich bin jetzt schon überfordert. Hier dürfen wir aber nicht raus. Das ist so cool. Okay, das fühlt sich jetzt auch gerade ein bisschen mehr an wie Lego City Undercover hier in der Stadt. So, eben mal hier kurz den Müll wegbringen. Und da ist der rote Stein. Bringen wir den kurz zur Eule, aber dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weit. Geht es da ins Zaubereiministerium? Okay, dann gehen wir vielleicht doch noch nicht weiter. Was war das denn hier für einer? Goldener Steinfühler. Okay. Ich denke, damit kommen wir irgendwann ins Zaubereiministerium. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Untergrund. Ja, das führt uns nach King's Cross und zwar sofort zum Gleis 9¾. Als ob du schon wieder da oben dranhängst. Armer Zauberer, ich wollte ihn gar nicht verprügeln. Okay, die Schüler in Gefahr sind anscheinend diesmal wirklich nicht ganz so schlau, sondern hängen immer irgendwo oben rum. Finde ich ein bisschen billig, aber okay. Auch hier gibt es einen roten Block, weil da schon wieder eine Eule ist. Das ist sehr seltsam. Wunder mit was machen? Nicht wirklich. Der Mine anscheinend auch nicht. Na gut. Wir können hier Sitzplätze kaputt machen. Ist ja auch ganz normal. Ich meine, welcher Bahnhof hat Sitzplätze, die nicht kaputt gemacht wurden? Das seht ihr nicht so oft, dass da alles noch heile ist. Vandalismus gibt's überall. So. Hilft aber anscheinend nicht so weiter. Ich kann alles zerstören, das ist schön. Aber wo kriege ich hier... Ich werde den roten Block da irgendwie aus dem roten Ding kriegen, aber das geht irgendwie noch nicht. Schade.
Dann brauchen wir unser Ticket. So viel sehe ich dann auch schon. Oh Mann. Also die Orte, die wir hier erkunden können, gefallen mir jetzt schon sehr gut. Ah, hier ist das Ticket. Aha. Hermine, ich glaube, ich brauche dich dafür. Das ist doch Krummbein. Das war jetzt vielleicht nicht so notwendig. Wie kann ich den Krummbein herbeirufen? Also mir wird, wenn ich zu Hermine wechsle, gezeigt, dass sie Krummbein hat. Aber ich kann anscheinend nicht zu Krummbein wechseln. Naja, gut. Hier ist unser Ticket. Können wir jetzt bitte nach Hogwarts? Wenn ich schon nicht hier irgendwie groß was machen kann. Ja, okay. Danke. Dann los. Wir sind am Bahnhof von Hogsmeade. Okay. Ah, Luna ist auch da. Können wir sogar zu Luna wechseln. Lassen wir auch mal hier ein bisschen Ordnung. Ah ja, das sollen wir sogar machen. Ich glaube, die Gleise darf ich nicht. Das wäre gefährlich. Schwarze Magie für? Ah, weil da das Schloss war. Schade. Ich hoffe, wir werden schwarze Magie hier ein bisschen früher kriegen als noch in die Jahre 1 bis 4. Damals ja erst am Ende bekommen. Nicht mal in der Story, sondern erst ja, nach der Story. Fand ich ein bisschen sehr schade, aber okay. Was ist da oben mit der Uhr? Mach ich kaputt. Ja, warum nicht? Ich meine, wir haben ja gerade schon über Vandalismus an Bahnhöfen gesprochen. Zumindest das hier sollten wir hinkriegen mit den Laternen. Da ist ein Schüler drin. Na gut. Und hier kriegen wir die Bahnhofswache, die aber nicht sehr gut aufpasst, weil wir sehen ja überall Vandalismus. Okay, ja, wie ich dem Schüler hier helfen kann, das weiß ich noch nicht. Was war da? Ja, von nur einer Tafel. Dann gehen wir weiter. Der Orden des Phönix? Okay. Aber irgendwie nicht die richtige Ortsbeschreibung. Oh, die Musik ist so schön. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll, aber ich mache einfach. Was haben wir hier? Eine riesige Biene oder Hummel oder was weiß ich. Oh, was ist das denn? Okay, ich habe keine Ahnung, was das für eine magische Kreatur war. Ah, wir müssen alle Tiere hier aufbauen. Ja, das kann ich. Ist hier denn noch irgendwas? Nein? Okay, dann gehen wir weiter. Da geht's nach Hogsmeade. Ist aber noch zu. Okay.
Ich kriege immer nur Stats raus, aber ich brauche auch Stats. Also, solange wir noch keinen Stat-Cheat haben, brauche ich die. Ich glaube, das war Cho Chang. Na, ist egal. Sind wir die Testrale? Rutschen ziehen, ja. Oh Gott, sehen die gruselig aus. Da kommen wir noch nicht hier hin zum See. Da brauchen wir Reducto für. Den Zauber. So, die fliegenden Wildschweine geben uns auch nur Stats. Und auch das gibt mir nur Stats. Ja, ich werde hier nochmal hingehen müssen, wenn wir bessere Zauber haben. Das ist klar. Aber es ist ein Lego-Spiel. Da gehört sich das so. So. Aber hier oben war noch was. Und da muss ich auch, glaube ich, hin, weil die Kutsche noch kaputt ist. Da fehlen die Räder. Und die sehe ich hier oben. Nein, schon wieder so einer. Oh mein Gott. Oh, ich finde den richtig ekelhaft. So, fehlt nur ein Reifen? Das ist kein Reifen, das ist ein Rad, aber egal. Mann, es fehlen alle. Ne, es fehlen zwei. Ich weiß nicht alle. Was haben wir hier? Ist das ein Testral? Nein, das ist eine Bank. Was haben wir hier? Werkzeug. War jetzt auch nicht so erfolgreich. Ja, wo ist denn das andere Rad? Ja, sonst fährt die Kutsche nicht. Achso, hier. Einfach mal Augen auf. Und dran. So, dann würde ich... Ich steig einfach drauf. Damit kommen wir ins Schloss. Oder zumindest mal ins Schlossgelände. Ja. Das sieht mir schon sehr nach Hogwarts aus. Hier müssten wir buddeln, aber damit er das kann. Da oben haben wir... Ja, es sollte Luna sein, da oben. Uns ja gerade auch schon begleitet. Da ist ein Kessel. Da sind ein paar Steine, aber naja. McGonagall gesagt hat, wir sollen uns beeilen. Ja, ja, ist okay. Wir kommen ja gleich. Professor McGonagall, ich hab dich doch schon gesehen. Chill. Natürlich würde ich im echten Leben niemals so mit McGonagall reden. Ist ja auch lebensgefährlich. Ah, das dritte Tier. Aber eins fehlt halt immer noch. Aber es wäre auch das letzte. Ich glaube, das eigentlich dritte Tier ist am See, weil hier würden wir den roten Stein kriegen, den wir dann sofort zur Eule bringen können. Na gut. So, die Schulbeginnsfeier. Lass mal schön fressen. Oh, jetzt habe ich auch Hunger. Ich hasse das. Immer wenn ich was mit Essen sehe, kriege ich Hunger. Dumbledore hält seine Rede und da ist Dolores Umbridge. Und sie wagt es, Dumbledore zu unterbrechen. Nicht nur das, sie will jetzt ihre eigene Rede halten. Ja, sie hat gerade gesagt, was das Ministerium so mit Hogwarts vorhat. Nichts Gutes. Harry wird wieder von Albträumen geplagt. Voldemort. Ich denke, Harry hat verschlafen. Okay, jetzt sind wir im Gemeinschaftsraum, im Schlafraum der Jungs von Gryffindor. Der sieht schon deutlich detaillierter aus als noch im ersten Teil, würde ich sagen. Hier das Bett kaputt machen mit dem blauen Stud. Hier das gleiche.
Was haben wir hier? Ach, der Kamin ist kaputt. Ich meine, die sind hier in Schottland, da wird es sicherlich kalt. So, und dann auch hier nochmal. Und die andere Seite des Kamins. Oh, da fehlt immer noch etwas, oder? Das ist jetzt nicht vom Kamin. Hat ja nicht so angehalten. Habe ich irgendwas übersehen? Ich mache die Sachen kaputt, aber ich kann sie auch sofort wieder aufbauen. Eventuell hier. Okay, nee, da komme ich nicht dran. Nee, keine Ahnung, was mit dem Kamin ist. Na gut. Jetzt sind wir im Gemeinschaftsraum. Doch, hier machen wir alles kaputt und räumen es dann wieder ein. Ah nein, wir räumen es nicht ein. Wir machen eine Treppe. Und dann kommen wir hier oben an die Charaktermünze. Hermine im Ballkleid. Oh, das sieht hier so bequem aus, so gemütlich. Ja, gut, für ihn vielleicht ist es ein bisschen zu gemütlich. Nicht ihm irgendwie helfen. Sieht irgendwie nicht so aus. Ich bräuchte einen Wasserzauber, aber ich habe keinen Wasserzauber. Soll ich schon wieder Dart spielen? Im schwarzen Brett ist ein Bild von Malfoy. Ich glaube, ich weiß, womit ich Dart spielen soll. Wo habe ich denn den Dartpfeil hingeschmissen? Nicht verbrennen, Harry. So. Dafür kriegen wir Harry im Schlafanzug für den Headshot. Und für das Sofa hier kriegen wir gar nichts. Den Staubsauger? Ah, das Spiel ist so schön. Na gut, aber wir gehen weiter. Ich sehe schon, ich brauche hier die Blume. Und hier kann ich das Gemälde umdrehen. Hier kann ich außerdem Sachen machen, die mich nicht weiterbringen. Jetzt sind wir ja außerhalb des Gemeinschaftsraums. Und ich weiß leider schon, dass wir in diesem Spiel nicht in die Gemeinschaftsräume von Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin können. Das ist sehr schade. Und das passt auch irgendwie gar nicht ins Spiel, weil ja, eigentlich geht Harry in den Gemeinschaftsraum von Ravenclaw. Aber naja, ist egal. Die müssen ja auch sofort hier am Gang sein. Aber man kann sie halt nicht betreten, was ich sehr, sehr schade finde. Das war nämlich das Schönste eigentlich, am ersten Teil in diese Gemeinschaftsräume gehen zu können. Naja, kannst du ja mal eben angucken. Hier brauchen wir aber mal Hermines Runenbuch. Jetzt ist immer noch das gleiche wie vor, wie im vorherigen Part. Gibt aber auch nur Ron im blauen Schlafanzug, also nicht so besonders.
Immer schön auf Harry. Genau, das war so geplant. Und da sehen wir auch das Wappen von Hufflepuff, aber wir können halt nicht in den Gemeinschaftsraum, das ist sehr schade. Oder vielleicht doch, aber jetzt gerade ist da noch ein schwarzes Schloss vor. Aber ich meine, ich habe gelesen, dass das nicht geht, also es wird wahrscheinlich wirklich nicht gehen. Und hier ist Ravenclaw. Mhm. Ah, Umbridge, hau doch ab. Interessant, ich habe irgendwie die Hälfte schon geschafft, aber es reicht noch nicht. Naja, ist egal. Was ist das eigentlich für komisches Zeugs hier? Pilsafttrank? Ah, Stärketrank haben wir. Das Tranksystem ist also auch geändert worden. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ah, das ist Pasel. Das ist nicht das Runenbuch. Alles klar. Gut, Harry kann Pasel. Grün, blau, rot, gelb. Und da waren Schüler drin. Alles klar. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Ich dachte eigentlich, wir schaffen ein bisschen mehr, aber wir sind jetzt ehrlich nicht so weit gekommen, wie ich erwartet habe. So wie es aussieht, gehen wir jetzt in den Unterricht. Da freue ich mich sehr drauf. Ich möchte gern was Neues lernen. Und mit jeder neuen Fähigkeit werden wir Hogwarts ein bisschen besser erkunden können. Aber erstmal war es das. Bis dahin, wie immer, alles Gute.